Geisterritter Balduin. Es war vor vielen Jahrhunderten, in einer windumtosten Nacht auf seiner Burg. Dort hatte Ritter Balduin einen gewaltigen Schatz in seinem Burgkeller aufgehäuft. Seine Burg lag versteckt in einem Wald, durch die gefährlichen Sümpfe, wo nur ein einziger Pfad trockenen Fußes hindurchführte, durch die felsene Schlucht, wo nur ein Ritter in voller Rüstung auf seinem kleineren Pferd hindurchpassen würde, über die steinerne Brücke, die von finsteren und verzauberten Wächtern bewacht wurde. Im ganzen Land war er bekannt als listenreicher Räuber und verwegener Schurke. Niemand konnte ihn fassen. Keiner konnte sich mit ihm raufen, ohne zu unterliegen. Nicht, weil er der Stärkste war. Nein, er war geschickt und wendig. Und das selbst in seiner maßgeschneiderten Rüstung vom legendären reisenden Schmied Sisyphus für gerade mal 3 Beutel Gold. Ebenso beim Ritterturnier und dem Schwertkämpfen. Da konnte diesem Fuchs niemandem das Wasser reichen. Im Königreich wusste jeder, wenn ein neues Gaunerstück gelang und von den Herolden im ganzen Land verkündet wurde, dann war es bestimmt dieser Balduin. Doch auch dem besten Schlitzohr steht einmal der Tag bevor, an dem sich das Alter bemerkbar macht. Seine Wendigkeit, sein Übermut und sein Draufgängertum wich seiner Erfahrung, seinem Durchdenken von Plänen und seinem schier unerschöpflichen Glück. Eines Tages raubte er an der alten Heerstraße einen Reisenden aus, der eindeutig zu viel Juwelen und andere Edelsteine bei sich trug. Dummerweise war es ein Zauberer, der den Wegelagerer mit einer Bewegung seiner Hand und dunklem Gemurmel verwünschte, auf dass er ewig auf seinem Schatz hocken soll und seine Burg niemals verlassen möge. Für alle Zeit und immer da. Seit diesem Tag verzweigt sich die Legende des verwünschten Ritter Balduin. Die einen sagen, irgendwo in den verzauberten Wäldern steht seine verspukte Burg immer noch. Und der Ritter wandelt seither in diesen Mauern umher. Die anderen sagen, dass er durch all die Jahrhunderte sein Dasein genoss, den Zauberer auslachte und sogar nach seinem Tod als Gespenst ewig in Saus und Braus in den Hallen, Türmen und Wehrgängen seiner Burg lebt. Spukt. Bis heute. Dies sind die Geschichten vom Geisterritter Balduin. Ihr glaubt mir nicht, es ist alles wahr. Eine erstunkene und erlogene, ehrliche Lügengeschichte.